Ja, wir wurden heute Morgen um 10.03 Uhr mit dem Alarmierungsstichwort brennt im Restaurant zum Nordring Spelle gerufen. Nach der ersten Erkundung stellte sich heraus, dass es im Restaurant selber brannte. Wir haben entsprechende Trupps zur Brandbekämpfung in das Gebäude reingeschickt. Diese haben dann die Brandbekämpfung vorgenommen. Momentan ist Feuer unter Kontrolle. Das ganze Restaurant war durch Rauchgas entsprechend verqualmt. Derzeit sind wir dabei, durch Entlüftungsmaßnahmen den Rauch aus dem Gebäude heraus zu bekommen. Die Feuerwehr Spelle und die Feuerwehr Fennhaus sind mit insgesamt 43 Kameraden und 6 Fahrzeugen hier vor Ort. Also hauptsächlich der Gastraum im hinteren Bereich ist vom Brand her betroffen, aber das gesamte Gebäude ist natürlich auch durch die Rauchentwicklung in Mitleidenschaft gezogen worden. Derzeit ist es so, dass keine Person im Gebäude sich aufhalten kann. Wir sind noch dabei, alle Bereiche nochmal mit der Wärmebildkamera abzusuchen, um wirklich, ich sag mal, so eine Ausbreitung noch zu verhindern, weil auch teilweise der Holzboden mit in Mitleidenschaft gezogen war und wir das dadurch jetzt natürlich verhindern wollen, dass es sich noch weiter ausbreitet.